Dir mach gerne ein Zeichen, ja, wenn es. Ja, bitte. Also mach einen so Finger, ja, Daumen bitte, hoch. Also mach Zeichen. So. Entschuldigung. Das ist die Technik. Ja, kein Ding. Okay, also es funktioniert wieder alles, wir sind wieder online und im Livestream auch zu sehen. Ich beginne nochmal, wir waren jetzt schon kurz live, hatten aber technische Probleme und werde das einfach noch kurz nochmal wiederholen. Also wir sitzen jetzt hier in der ersten von vier Crowdfunding-Sessions, die bis zum Sommer monatlich stattfinden sollen. Heute zu Gast Timon Birkhofer, der einen Dokumentarfilm über Crowdfunding dreht. Hallo Timon, und hallo. Zu meiner Seite stehen mir heute Leonie und Patrick von Icosom, die die Social Media Moderation übernehmen, sprich über Twitter, Facebook, Google Plus könnt ihr Fragen an Timon stellen. Leonie und Patrick werden die dann direkt in den Hangout reinreichen. Der Hashtag ist UnUniTV. Über den kommt ihr direkt sozusagen zu Leonie und Patrick. Alexander bzw. Fabian werden die technische Moderation übernehmen und ja, dafür sorgen, dass der Livestream auch jetzt längerfristig da ist. Und ich denke, wir starten jetzt gleich los. Timon, stell dich einfach kurz vor und dann werden wir direkt auf deine Kickstarter-Seite springen und uns den Trailer bzw. das Crowdfunding-Video ansehen. Mhm. Ich werde dann auch den Link nochmal posten, beziehungsweise Patrick und Leonie können den Link zur Crowdfunding-Seite oder zur Kickstarter-Seite posten. Den habt ihr im Chat auch schon drinnen. Und ja, Timon, hallo. Hallo. Ja, also wie der Wolfgang ja schon gesagt hat, ich bin der Timon, wohne in der Nähe von Nürnberg und ja, wir machen die weltweit erste Doku über Crowdfunding, die sich logischerweise auch noch über Crowdfunding finanziert. Sind dazu gekommen, weil wir zum einen eigene Projekte machen wollten und uns davor eben informieren wollten darüber, und dann haben wir gesehen, da gibt es noch ein paar mehr, die das interessiert. Es gibt viele Foren, wo man Fragen gestellt bekommt, wie muss ich das, wie mache ich so eine Kampagne überhaupt, wie sieht das Ganze rechtlich und steuerlich aus und so weiter. Und diese ganzen Fragen haben wir gesagt, beantworten wir allen und uns am besten mit einer Doku. Genau, super. Das heißt, ihr habt euch, wie groß ist euer Team? Wann habt ihr euch getroffen? Wann habt ihr euch dazu entschieden, diesen Film zu machen? Oder was war so der Auslöser, über Crowdfunding zu drehen? Also der allererste Kontakt von mir mit Crowdfunding war, da habe ich es allerdings noch nicht so ganz aktiv wahrgenommen, das war zu Zeiten von Sell a Band, also es war 2006, 2007 irgendwann. Und dann so richtig aktiv ist es wieder geworden 2010, da habe ich mit einer Freundin zusammen ein Kinderbuch gemacht und dann haben wir uns nach einem Verlag umgeschaut und sind dann ziemlich schnell auf Crowdfunding gekommen. Und seit da hat uns das eigentlich nicht mehr losgelassen. Und zu deiner Frage zur Teamgröße war das, ja genau, wir sind sechs Mann insgesamt, 5 Jungs, 1 Mädel, und haben schon bei verschiedenen Projekten zusammengearbeitet, bei Videoproduktion, Musikvideos, Werbedrehs und anderen Dokus. Und dann haben wir gesagt, machen wir doch unser eigenes Projekt jetzt, indem wir eine Doku über Crowdfunding machen. Mhm. Ja, und planen tun wir das Ganze seit, ich würde mal sagen, ungefähr einem Jahr. Okay. Ja, dann lass uns mal kurz auf die Kickstarter-Seite gleich mal wechseln und uns euer Video ansehen. Sollte es mit dem Ton jetzt nicht klappen, könnt ihr euch im Livestream, beziehungsweise kriegt ihr jetzt dann den Link von uns, oder sollte eigentlich schon draußen sein, bitte, Timo, Patrick und Leonie. Schauen wir uns das Video an und dann reden wir weiter. Ja. Ich muss mich jetzt kurz ausstöpseln. Wolfgang, du musst deinen Bildschirm teilen, ne? Genau.
Okay. Wolfgang, dann mache ich das hier. Das scheint nicht zu gehen. Wolfgang, machst du Pause? Ich mach's laut bei mir. Hey, my name is Timmy. My friends and I have been fans, supporters, and creators of independent arts from our days back in school. So we were really excited about the appearance of crowdfunding a couple of years ago. And it proved to be a real game changer. From the beginning, the concept of crowdfunding has sparked the imagination of innovators. They fueled the independent culture with the huge support granted by their fans. Musicians, directors, designers, game developers, dancers, and other creatives have already made their dreams come true by sharing them with people all over the world. Every creation is started by unique people with unique stories. How, for example, can you make a living with a free webcomic saga? Daniel found a way. Can you make organic popcorn a life test? Just ask Christy and Colter. And how do you think a small design company can launch a terrific new iPhone dock on a worldwide scale? Casey knows the answer, and passed $1 million in pledges the first time ever on Kickstarter. At this point, history was made. Since Casey's Elevation dock, several other projects crossed the $1 million mark, and new top records are only a question of time. Let's face it. Before crowdfunding, we as consumers had to accept whatever the big players decided to throw away. Now we all can be talent scouts or patrons and take an active role in the projects we decide to support. In fact, the helping hand of the crowd is creating no less but a fundamental change in independent culture, and that has drawn our attention as movie makers. Since then, we've done a lot of research and storyboarded Capital C, a documentary about crowdfunding. About its facts and figures, its impact on the world of innovation, and its protagonists. As a fundamental part of the project, we will finance it completely by crowdfunding, here and today on Kickstarter. There is no network station or studio involved. It's just a bunch of experienced filmmakers and you helping to tell the story of Capital C, how the crowd liberates itself. We have to find a minimum amount that will allow us to get things rolling. However, more money means more resources for financing travel, post effects, equipment, music, and further research, and in the end, a better film. In other words, this documentary needs your support. How can you help? It's easy. Just spread the word, hit the like button, tweet or blog about us, embed this video on your website, or choose the pledge button of your choice. In return, we will share the whole process with you guys. You will be the first ones to receive the final product and exclusive rewards. So be part of Capital C and see you again. So. Wolfgang, wir hören dich nicht. Wolfgang, du musst dein USB-Headset bestimmt wieder reinmachen. Aber da sehen wir ihn wenigstens. Wolfgang, hörst du uns noch? Wolfgang ist nicht mehr auf dieser Welt. Ja, er hat wahrscheinlich sein Headset rausgezogen. Hört ihr mich? Jetzt! Yes. Ja, sehr gut. Also jetzt geht's wieder. Bei mir zeigt es eigentlich alles an. Okay. Ja, bitte. Es war eigentlich die ganze Zeit an, aber einmal aus und ein und dann funktioniert es wieder. So ist das mit der Technik. Das wird alles sich noch verbessern. Wir leben ja mit der Technik mit und wir lernen auch. Dazu sind wir ja auch da. Also das Video sollte funktioniert haben. Ton,
hoffentlich auch im Livestream. Kann sein, dass es vielleicht ein bisschen asynchron war, Bild und Ton. Ihr habt aber den Link, beziehungsweise ihr bekommt ihn noch. Er ist auch auf der Session-Seite natürlich schon auch hinterlegt. Das heißt, ihr könnt dann auch noch auf Kickstarter gehen und sollt das auch unbedingt. Ja. Timon, ihr habt Kickstarter gewählt für eure Dokumentation über Crowdfunding. Warum gerade diese Plattform? Viele nehmen es wahrscheinlich schon an, warum, aber trotzdem, warum genau? Also da gab es mehrere Gründe. Zum einen, dass es eben ein amerikanisches Thema ist, was in Amerika momentan am größten ist, jetzt im Vergleich zu anderen Ländern wie Frankreich, England oder Deutschland beispielsweise. Und wir glauben einfach, dass es dort am besten funktioniert, wo die meisten Leute auch sind. Also ich meine, Kickstarter hat jetzt also 1 Million vor Double Fine, also vor diesem ersten 3-Millionen-Projekt. Jetzt werden es sicherlich schon viel mehr sein, also 1,2 Millionen beispielsweise. Und diese ganzen User, die interessieren sich ja auch dafür, wie das Ganze funktioniert. Die haben ja mindestens schon mal ein Projekt unterstützt oder sich wegen einem Projekt mit einem persönlichen Bezug angemeldet. Und deswegen haben wir uns für Kickstarter entschieden. Und wir brauchen eben in einem 6er-Team, was eben professionell arbeitet, brauchen wir eben eine Plattform, die es uns möglich macht, eben mehr als nur ein paar hundert Euro, sage ich mal, einzusammeln. Genau. Das waren so die Hauptgründe dafür. Dein Ton ist wieder weg, Wolfgang. Okay. Ihr habt euch also bewusst auch gegen eine deutschsprachige Plattform entschieden, weil einfach da noch zu wenig Markt dafür ist im deutschsprachigen Raum für Crowdfunding oder weil es einfach noch nicht so angekommen ist. Genau, also in Deutschland wird es sicherlich noch eine Weile brauchen. Deutschland ist ja leider, muss man sagen, in vielen Sachen so, was die Entwicklung angeht, etwas hinten dran. Und ich sage es mal nicht nur Deutschland, sondern das deutschsprachige Europa, sagen wir. Und In Amerika ist Crowdfunding mittlerweile schon so normal, also da gehen auch, wie man ja am Beispiel von Kickstarter sieht, jetzt schon große Firmen hin, von denen man eigentlich denken könnte, da steht die Finanzierung schon und machen dort ihre Crowdfunding-Kampagne. Das wird in allen großen Medien drüber berichtet, egal ob online oder offline, ist einfach viel präsenter und je nach Erfolg der Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter, das muss man dann eben sehen, können wir uns aber schon auch vorstellen, da noch so eine deutsche Komponente reinzubringen. Aber das hängt, wie gesagt, vom Erfolg des Projekts ab. Da kann natürlich jeder dazu beitragen, dass es erfolgreich wird. Ja klar. Sag, du hast vorher schon erwähnt, dass ihr euch jetzt ja quasi schon ein Jahr damit beschäftigt, mit diesem Projekt und euch auch, wir sind beide in einer Facebook-Gruppe zum Thema Crowdfunding, da kann natürlich auch jeder gern dabei sein, der sich darüber informieren will. Also ich bin da unter anderem auch Administrator und hole euch dann rein, das ist eine geschlossene Gruppe, glaube ich, und du hast dich dort informiert und wahrscheinlich auch diverse andere Quellen hinzugezogen. Ich meine, wie schwierig war das dann auf Kickstarter zu gehen? Was sind da so die Hürden? Ja, die größte Hürde sind ja die Voraussetzungen, die Kickstarter hat, beziehungsweise man muss es etwas genauer sagen, es sind nicht die Voraussetzungen, die Kickstarter selber hat, sondern Amazon Payments, USA. Die haben eben aus verschiedenen Gründen, die wahrscheinlich rechtlicher und steuerlicher Natur sind, diese berühmten Requirements, die auf Kickstarter zu finden sind. Weil Kickstarter selber sagt ja bewusst, man kann, egal von wo Projekte starten, man muss eben nur diese Requirements erfüllen. Und dann galt es eben jetzt kein Workaround zu finden, sondern einfach eine Möglichkeit zu finden, wie man diese Requirements erfüllen kann. Haben wir uns dann verschiedene Sachen angeschaut. Zum einen macht da vielleicht eine Firmengründung Sinn. Das haben wir dann aber nach einiger Zeit dann doch wieder sein lassen, weil es hochkomplex ist, weil man dann da in steuer- und rechtliche Themen reinkommt, die so als Europäer oder Nicht-Amerikaner nicht so einfach zu beantworten sind. Und haben es dann schlussendlich einfach über meine Schwester gemacht, die in Amerika wohnt und lebt, auch mit einem Amerikaner verheiratet ist. Und sie erfüllt eben ganz klar alle Requirements von Amazon Payments. Und deswegen können wir auf Kickstarter unser Projekt einstellen. Das ist auch kein Geheimnis. Also wir haben viele Projektstarter, die bei uns zum Teil auch in der Doku vorkommen, gefragt, wie habt ihr das denn gemacht? Und die haben das genauso gemacht. Also, ja. Genau, das heißt, steuerlich ist dann auch deine Schwester sozusagen am Zug. Naja, diese Steuerfrage, die kann man so pauschal auch nicht beantworten, weil das genauso wie bei uns in Deutschland ist, beispielsweise das IRS, also die amerikanische
Variante vom Finanzamt, sag ich mal, das genauso einzelfallabhängig macht wie bei uns hier. Also da empfiehlt sich jetzt als genereller Tipp, da mal vor nachzufragen, wie sieht es die zuständige Stelle, weil das ist ja nicht nur einfach, dass man sagt, man hat hier ein komplexes Steuerthema, sondern die wissen ja überhaupt nicht, was Crowdfunding an sich ist. Und das muss man eben vorher abklären. Und da kann man auch keine pauschale Aussage treffen, das können wir auch nicht in dem Film selber, sondern unser Tipp wird einfach, das jetzt schon nach unseren Erfahrungen, die wir bislang haben, macht euch vorher schlau und versucht es vorher abzuklären. Das heißt, es ist eigentlich doch auch in Amerika noch ähnlich wie bei uns in Österreich und Deutschland, dass dieses steuerliche Thema nicht so pauschal zu beantworten ist und dass eigentlich auch dort die viele Leute noch nicht wissen, was Crowdfunding ist. Weil bei uns, also wenn wir von Crowdfunding sprechen, dann blicken wir ja immer nach Amerika oder in den anglosächsischen Raum, sage ich jetzt mal, oder am angloamerikanischen Raum und dort und vermuten, dass dort jeder Crowdfunding kennt und sich mit den Details schon beschäftigt hat, ist aber offensichtlich nicht so. Also ist ähnlich noch wie bei uns. Naja, also Crowdfunding an sich kennen schon sehr viel mehr als hier, aber meistens nur aus der Unterstützerseite, jetzt nicht aus der Projektstarterseite. Und für die Unterstützer ist es ja primär eigentlich egal, die wollen halt, dass den Reward bekommen, also das Dankeschön bekommen, das sie bezahlt haben. Und die steuerliche Komponente, die verbleibt halt beim Projektstarter, aber sollte eben den meisten eben bewusst sein, dass sie sich davor informieren müssen, genau. Das heißt, ihr habt aber im Vorfeld sehr viel Zeit investiert in die Kampagne bzw. in das Projekt, natürlich auch jetzt noch, klar. Genau. Also das war, können wir auch ganz klar sagen, das war auch nicht nur Zeit, sondern auch einen finanziellen Aufwand. Also ich bin beispielsweise letzten November dann einfach mal rübergeflogen und habe mich mit ein paar Leuten getroffen, in New York und in Washington beispielsweise, mit Professoren und ein paar anderen Leuten, mit einem Anwalt, um das Ganze mal zu besprechen. Und ja, also das war schon einiges an Zeit und Aufwand, was wir da reingesteckt haben, das kann man so sagen, ja. Das heißt, Vorbereitung ist auf jeden Fall ein ganz wesentlicher Part von einer Crowdfunding-Kampagne. Ich meine, wie habt ihr euch noch vorbereitet, jetzt in Sachen Video oder auch die Prämien? Habt ihr die Kampagne getestet vorher mit Leuten oder habt ihr, also all diese Dinge, die man im Vorfeld irgendwie Webseite aufbauen, Facebook starten, all das ist ja so notwendig oder in den meisten Fällen notwendig, zumindest wird es dann erfolgsversprechender, sage ich jetzt mal, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Was habt ihr da alles gemacht? Also du hast gerade schon angesprochen, wir haben halt eine Website aufgesetzt, wir haben uns bei Facebook und Twitter Profile angelegt, wir haben auch das Projekt soweit, bevor wir es an Kickstarter zur Review, also zur Überprüfung abgeschickt haben, an Freunde und Bekannte verschickt und denen eben das Feedback von denen eben damit einfließen lassen. Und ja, also bei Kickstarter ist es so, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, da bekommt man eben, sobald man das Projekt reingestellt hat, so einen Preview-Link, den man eben auch schon bevor man es zur Überprüfung abschickt, seinen Freunden oder wem man es eben zeigen will, durchschicken kann. Und wenn man sich dann dafür entschieden hat, dass es dann so online gehen soll, dann schickt man es zur Überprüfung an Kickstarter und dann brauchen die eben so, ja, zwischen 1 und 3 Tagen, bei uns hat es, glaube ich, 3 Tage gedauert. Und genau, dann bekommt man von denen das Go und dann kann man aber immer noch Sachen ändern und man kann auch während der Laufzeit der Kampagne noch eigentlich alles ändern, bis auf die Reward-Höhen, die dann schon von jemand ausgewählt wurden. Also bei uns sind jetzt, glaube ich, mittlerweile schon alle einmal ausgewählt worden, das heißt, wir können die Beschreibung davon nicht mehr ändern. Man kann aber im Nachhinein noch Limitierungen einbauen, wie wenn wir jetzt beispielsweise einen Reward hätten, von dem wir sagen, wenn den jetzt plötzlich 50 Leute nehmen würden, also wenn jetzt plötzlich 50 Leute wollen, dass wir bei ihnen vorbeikommen und den Film zeigen, hätten wir persönlich natürlich nichts dagegen. Aber das wird dann schon ein ganz hoher administrativer Aufwand auch. Da könnten wir jetzt rein theoretisch dann nachher sagen, wir limitieren das auf 50. Und genauso kann man aber auch Limitierungen wieder rausnehmen. Also da hat man noch alle Möglichkeiten. Man kann das Video im Nachhinein austauschen, die Beschreibung bearbeiten. Es funktioniert eigentlich ziemlich gut, auch mit anderen Medien noch einbinden, Videos und andere Bilder in die Beschreibung einbauen. Das ist eigentlich ziemlich gut gemacht, ja.
Das heißt, auf Kickstarter lässt sich jetzt im Grunde, also die Limitierung, das ist, glaube ich, bei den deutschsprachigen Plattformen ähnlich. Also sobald man was ausgewählt ist, eine Prämie oder eine Gegenleistung, dann ist da nichts mehr zu machen, weil da legt man sich dann fest. Der Beschreibungstext jetzt an sich, das wundert mich, weil natürlich, also in manchen Fällen ist es natürlich, wird es eher mehr und eher detaillierter dann, wenn man was, dass man was hinzufügt, aber natürlich könnte man auch komplett alles ändern im Verlauf der Kampagne. Und ja, zu den Videos, also was wird da unterstützt? Also lädt man hoch, embeddet man, welche Formate werden unterstützt, wie funktioniert das genau? Also das das Hauptvideo selber, was bei Kickstarter hochgeladen wird, das darf eine Maximalgröße von bis zu 250 Megabyte haben. Alle anderen Videos, die dann innerhalb des Textes kommen, die muss man entweder über Vimeo oder YouTube einbinden. Bilder müssen genauso extern gehostet werden, die im Beschreibungstext sind. Und das ist dann ein bisschen seltsam. Alles, was in den Updates kommt, das kann man direkt anhängen. Also Videos und Bilder kann man direkt bei Kickstarter hochladen dann. Aber alles, was im Beschreibungstext selber ist, muss man extern hosten. Genau. Okay, das heißt, man hat aber relativ viele Möglichkeiten. Ich meine, Kickstarter, wer es kennt, ja. Hat ja schon sehr viele nette Features auch eingebaut, auch die Benachrichtigung, welche Freunde was gefundet haben und so. Merkt ihr das? Also könnt ihr denn, ich weiß, bei Indiegogo beispielsweise gibt es so eine Statistik, wo ich ungefähr sehe, woher quasi die Sponsoren kommen, die Unterstützer, also so Referrals, also von Twitter und von Bing, sogar auf Personen runtergebrochen, gibt es so Statistiken bei Kickstarter auch, also sehe ich da auch, was gebracht hat. Also da sieht man in den Referrals auch, wo die jeweils herkommen, allerdings nur, wenn wirklich jemand backt. Also man sieht jetzt nicht, so wie bei Google Analytics zum Beispiel, wenn die Leute einfach nur auf die Kampagnenseite gehen. Man sieht es erst, wenn die dann tatsächlich dein Projekt backen. Und dann macht Kickstarter die Unterscheidung, die finde ich eigentlich ganz praktisch, zum einen, was extern kommt, das ist dann, glaube ich, in weiß dargestellt, und das, was direkt über Kickstarter kommt, also sprich zum Beispiel über ein Kickstarter-Widget, was irgendwo embedded wurde, über ein Kickstarter-Video, was irgendwo embedded wurde, oder auch über die Suchfunktion von Kickstarter selber oder über diese ganzen Kategorien, die sie unter Discover Projects haben, zum Beispiel, wenn man dort auf Discover Projects geht und Recent Popular oder solche Sachen, das sieht man auch, wenn die Leute darüber reinkommen, ja. Das heißt, Kickstarter ist da schon sehr, sehr weit fortgeschritten, was diese Unterstützung des Projektinhabers angeht. Genau, ja. Für die Projektunterstützer oder für die Supporter gibt es ja auch Dinge, die wusste ich nicht. Wir hatten ja das letzte Woche, ich habe ja das Projekt unterstützt und habe eine Prämie ausgewählt und ich konnte auch im Nachhinein diese Auswahl nochmal ändern und eine andere Prämie nehmen. Also nämlich auch nach unten hin, also sowohl nach oben, genau, als auch nach unten. Also es kann bis zum letzten Tag, eigentlich bis zur letzten Sekunde, der Laufzeit bei uns ist das 1. Juni, irgendwann abends, kann jeder sowohl nach oben oder nach unten alles auswählen. Also jeder kann seine Rewards noch wechseln, kann das, was er zum Beispiel zusätzlich zu der Reward-Höhe noch mit draufgeben will, kann er noch selber einstellen. Da hat man alle Möglichkeiten bis zur letzten Sekunde eigentlich, genau. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass erst abgebucht wird, wenn wirklich die Kampagne erfolgreich ist. Genau. Ja. Das heißt, Amazon zieht dann erst von den jeweiligen Unterstützern die das Geld ein, sozusagen. Genau. Und dann, wenn, also zum Stichtag wird dann eben quasi abgebucht, das läuft ja über Kreditkarten. Das ist so eigentlich das einzige Manko, dass Leute, die eben keine Kreditkarte haben, da nicht unmittelbar mitmachen können. Da gibt es aber auch andere Wege wie Virtual Visa Cards oder Prepaid Visa Cards oder Prepaid Credit Cards. Genau, und dann buchen die ab und so circa, ja, Kickstarter gibt es mit 14 Tagen, und 14 Tage später bekommt man eben das Geld dann auf sein bei Amazon Payments hinterlegtes Konto überwiesen. Ja, und dann kann man anfangen zu arbeiten. Das heißt, habt ihr aber ausschließlich die Amazon Payments Methode oder das System verwendet oder gebt ihr auch, beispielsweise, ich sage jetzt mal bei uns im deutschsprachigen Raum,
ja, da gibt es immer noch, auch die Plattformen haben das extra eingezogen, Konto zu Kontoüberweisung, Direktüberweisung, DE, Sofortüberweisung.de, also Möglichkeiten, die halt nichts mit noch PayPal oder irgendwie Amazon Payments sind. Habt ihr da noch alternative Möglichkeiten, dass man euch unterstützt oder wie, oder kommen Leute zu euch und sagen, ich würde dir was geben, aber ich mag das jetzt da nicht online, sondern ich gebe es dir und du transferierst es dann selber? Das haben wir uns auch schon überlegt, das zum jetzigen Zeitpunkt ist es jetzt noch, ja, das müssen wir dann noch schauen, wie wir das genau machen. Also wir werden definitiv nach Ablauf der Kampagne noch irgendwie uns eine Möglichkeit überlegen, wie uns die Leute noch weiter unterstützen können, beziehungsweise wie sie an dem Projekt weiter partizipieren können. Wir haben schon einige Anfragen, vor allem halt aus Deutschland, weil da vielen Leuten eben noch eine Kreditkarte nicht so ganz geläufig ist, schon Anfragen bekommen. Ja, da kann es sein, dass wir uns vielleicht noch was überlegen, wie die Leute uns dann trotz nicht vorhandener Kreditkarte unterstützen können. Mhm. Spielt das auch eine Rolle auf Kickstarter, weil du auch gerade das deutsche Publikum oder die deutschen Unterstützer ansprichst, spielt das auch eine Rolle, dass das Kickstarter einfach so groß ist und kommen da Leute auch wirklich durch das Browsen, also nicht über Direktlinks, weil das ist ja das Wesentliche, Leute, im Grunde ist es ja, kommen die Unterstützer ja direkt auf die Kampagne und werden von dir hingeleitet oder nach einem Interview oder von quasi Promotern, aber kommt auch durch das Browsen was zustande, also kann man das beurteilen, also im deutschsprachigen Raum ist es ja noch so, dass man da eher noch sehr wenig Einblicke hat. Wir sind ja jetzt auch erst 2 Wochen online. Bislang kann ich sagen, allein die Tatsache, dass man auf Kickstarter ist, also das ist ja das, was du gemeint hast, dass die Leute zufällig auf dich stoßen. Es waren vielleicht 5 Leute oder so, also sehr, sehr geringer Satz. Anders sieht es dann bestimmt aus, wenn man zum Beispiel Project of the Day wird oder Staff Pick, also von den Kickstarter-Mitarbeitern ausgewählt wird und extra gefeatured wird. Oder eben in eine dieser gefeatureten Kategorien irgendwo mit reinrutscht. Oder zum Beispiel in den Newsletter, den sie, glaube ich, einmal die Woche verschicken. Das hat dann definitiv Auswirkungen. Dann werden die Leute auch so auf einen aufmerksam. Aber jetzt so, ohne dass man aktiv sich darum bemüht, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt zumindest sagen, dass es eher weniger der Fall ist. Bemühen tust du dich, aber da komme ich gleich noch drauf. Noch zu diesen Features eben, die auf der Startseite gefeatured werden oder im E-Mail-Newsletter oder eben Kickstarter-Mitarbeiter schlagen ja auch Projekte vor, beziehungsweise also promoten Projekte. Hast du eine Ahnung oder habt ihr euch da, wisst ihr, wie man das schafft? Also nach welchen Kriterien wählen die aus? Also ich denke, die Mitarbeiter sehr persönlich, aber die Featured- und die Newsletter-Geschichte, die ist ja sicher irgendwie, geht nach gewissen Parametern. Gut, das kann ich auch jetzt noch nicht so genau beantworten. Für uns selbst ist es, es gibt über das Kontaktformular von Kickstarter die Möglichkeit, sogar als Anfrageart, dass man gerne irgendwie gefeatured werden möchte. Das haben wir selber jetzt aber noch nicht gemacht. Genauso wie wir die Promotion nach außen hin, jetzt außerhalb unserer persönlichen Netzwerke, jetzt noch nicht so breit gestreut haben. Aber dazu kommen wir gleich noch. Da muss man eben sich drum bemühen, da reinzukommen. Aber wie das genau funktioniert, das kann ich jetzt auch noch nicht sagen, aber wir werden das definitiv noch angehen. Im Idealfall kommen die natürlich dann auf uns zu. Also wir sind auch schon im Kontakt mit Kickstarter. Mhm. Okay, das heißt, also ich denke mal, also bei Indiegogo, das weiß ich, da ist es eben so, je öfter man geklickt wird, beziehungsweise je mehr Unterstützer man in einer ganz kurzen Zeit bekommt und so, das hilft natürlich sehr stark mit. Ja, das wird sicherlich mit reinspielen, also das hängt, wird aber, nehme ich mal von an, das hängt von irgendwelchen Algorithmen ab, also das sieht man als Projektstarter leider nicht. Okay, ja, das wäre natürlich sehr hilfreich. Weil man sich dann selber auch noch viel mehr motivieren kann. Motiviert bist du ja, du hast schon auch einige Interviews mittlerweile gegeben, bist sogar, also so habe ich das zumindest rausgelesen oder gehört in letzter Zeit sogar, fast ein bisschen überfordert, weil es plötzlich so viele waren, gleich nach dem ersten Tag oder zweiten Tag, wo ihr online wart, also gleich der NextWeb hat dich interviewt und so weiter. Das war nicht geplant. So, also ihr habt natürlich schon mit Redaktionen und so gesprochen, beziehungsweise extra auch das so getimt, dass diverse Redaktionsschlüsse noch eingeplant werden können. Aber so dieses Ausmaß war dir nicht bewusst vorher, oder?
Naja, also wir haben uns natürlich vorher schon informiert, es vorbereitet, bestimmte Blogs rausgesucht, von denen wir es schön finden würden, wenn sie über uns schreiben. Dazu hat auch The Next Web übrigens gehört. Dann sind die eben nach 2 oder 3 Stunden, habe ich direkt einen Anruf bekommen von der UK-Chefredakteurin und die hat dann auch einen sehr netten Artikel über uns geschrieben. Das Problem dabei war, wir wollten ja eigentlich erstmal so, ich sag mal so gerade im Zeitraum von den ersten 2 Wochen, so eine Art Softstart machen, um das Ganze mal erstmal online zu stellen und dann, wenn es online ist, weitere Leute anzugehen. Dieses The Next Web Feature hätte uns sicherlich auch, also das hat einiges an Traffic gebracht, zum Beispiel auf unsere Website, weil die dort auch verlinkt wurde, das sehe ich ja über die Tracking Tools. Es ist nur so, zu dem Zeitpunkt hatten wir gerade mal 3 Interviewees als Interviewpartner, die in der Doku vorkommen werden, angekündigt. Und das hätte definitiv einen größeren Effekt gehabt, in dahingehend, dass es wirklich Leute unterstützt hätten, wenn wir da schon mehr Leute angekündigt hätten. Deswegen haben wir auch bislang bis zu unserem, wir haben jetzt vor ein paar Tagen eben die erste Runde an Interviewpartnern bekannt gegeben. Jetzt macht es auch Sinn, da aktiv in die Kommunikation zu gehen, aber solange die Leute eben nur ein schönes Video sehen, aber noch nicht sehen, was nachher wirklich tatsächlich an Inhalt in der Doku vorkommen wird, unterstützen die einen halt eher weniger. Also das ist jetzt unsere Erfahrung aus den ersten 2 Wochen. Mhm. Deswegen, ab jetzt werden wir aktiv in die Kommunikation gehen, weil wir jetzt auch wirklich die Interviewpartner benennen können und ja, da kommen noch einige dazu. Zur Kommunikation, das heißt, ihr habt, also die Website ist so euer Anker, nehme ich mal an, da sind so die harten Fakten drauf und Blog, wo ihr Updates liefert und ins Projekt einführt. Facebook ist noch ein wahrscheinlich sehr wesentlicher Teil. Twitter habt ihr auch, das weiß ich von dir, das habt ihr halt jetzt sozusagen noch auch als zusätzlichen Kanal, der halt nicht Facebook geht. Also es gibt halt so die einen, die sind auf beiden Kanälen und manche sind entweder dort oder dort und präferieren das. Inwiefern ist jetzt eben klassische Medien, haben wir so schon abgehandelt, aber inwiefern ist auch so PR-Meldungen und so, macht ihr sowas auch? Also habt ihr sowas vor, rauszuschicken dann? Also PR-Meldungen... Also klassisch jetzt, so richtig... Also so eine PR-Mitteilung haben wir zwar auch, aber wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass es einfach wie im echten Leben eben auch viel besser ist und man viel besseren Zugang zu den Leuten bekommt, wenn man sie zum einen persönlich anschreibt. Nicht einfach nur irgendwie eine namenlose Mitteilung irgendwo hinschickt. Also keine Massenmail, sondern ein lieber Herr so und so? Genau. Also und dann im Idealfall... sind es dann auch noch Leute, die man davor eh schon verfolgt hat, also von denen man zumindest mal schon 1, 2 Artikel gelesen hat, dass man weiß, sind die überhaupt die richtigen für mich, also interessieren die sich überhaupt für Crowdfunding, weil ansonsten wäre es eine vertane Zeit, wenn man jemand mit irgendwas belästigt, was ihn nicht interessiert, er folgerichtig auch da nicht drüber berichten wird, da ist keinem von allem geholfen. Und deswegen vorher sich die Leute genauer anschauen, im Idealfall sogar vorher schon irgendwie versuchen, eine Beziehung mit denen aufzubauen, in eine Kommunikation zu treten, weil wenn man einfach nur mit der Tür ins Haus fällt, das findet keiner von uns gut, das finden auch wir nicht gut. Und ja, wir sind alles Menschen und wenn man einfach freundlich auf die Leute zugeht und ihnen von ihrem Projekt erzählt, dann funktioniert das eigentlich in den meisten Fällen. Also, Dieser Soft-Start, der hat sich dann als nicht ganz so soft quasi erwiesen, war aber nicht, also nicht schlecht. Es steht jetzt bei, ich glaube, 13.000 Dollar. 80.000 habt ihr jetzt mal geplant. Oder was kostet der Film? Jetzt eben nicht so pauschal beantworten. Wir haben 80.000 deswegen festgelegt, weil das so das Minimum ist, ab dem wir wirklich loslegen können. Also da werden dann schon die ersten Reisekosten davon abgedeckt sein, Equipmentkosten von Sachen, die man dazu mieten muss, die man dazu kaufen muss. Das ist Speaker-Fees, die wir vielleicht noch auf der Uhr haben. Also manche Leute, die bekommt man eben nur in Filmen, wenn man sie auch dafür bezahlt. Und also das sind so die Kosten, die wir in unserer Grobkalkulation so bislang haben. Natürlich, je mehr wir zusammenbekommen, desto mehr Möglichkeiten haben wir nachher dann. Zum jetzigen Zeitpunkt planen wir, dass wir in Europa oder in den USA drehen werden.
Es gibt aber auch mittlerweile zum Beispiel in Südkorea ja Crowdfunding-Plattformen. Ich glaube, in Asien wird sich da auch noch einiges tun in nächster Zeit. Und es wäre natürlich schön, dass wir, wenn wir bis März nächsten Jahres, zum März 2013, die Filme an unsere Bäcker verschicken werden, wenn wir bis dahin zum Beispiel noch die Möglichkeit hätten, auch in Asien vorbeizuschauen, weil ich glaube, das ist für die Leute auch sehr spannend, mal zu erfahren, wie gehen die Leute dort mit dem Thema um, interessieren sie sich überhaupt dafür und wie gehen diese und die ganze Sache heran. Mhm. Also das ist auch, das finde ich auch gerade spannend, dass sie das nicht jetzt, zwar natürlich Amerika ist halt so oder Nordamerika ist halt so wahrscheinlich schon ein bisschen im Fokus, aber dass sie auch international bleibt und euch auch andere Szenen, Crowdfunding-Szenen, sage ich jetzt mal, euch anseht. Ich habe gesehen, unter anderem ist auch Gregor Schmiedinger Teil eurer, also der Experten sozusagen oder der Betroffenen, die ihr im Film interviewt, den wir ja auch schon hier in einem Hangout mal hatten, der mit Project Home oder mit Homophobia, mit seinem Kurzfilm auf Indiegogo war und uns auch seine Perspektive hier erzählt hat. Inwiefern wählt ihr dann auch die Leute aus, die ihr interviewt? Also sind das dann, was sind das für Leute? Sind das Finanzexperten, Kommunikationsexperten, Social Media Leute, Filmemacher oder rein einfach nur Crowdfunder oder Crowdfunding-Beobachter? Naja, uns als Filmemacher ist halt nicht nur daran gelegen, dass wir jetzt die Leute dabei haben, die jetzt den nächsten Millionenrekord geknackt haben bei Kickstarter oder auf irgendeiner anderen Crowdfunding-Plattform. Wir haben zwar beispielsweise Brian Fargo mit dabei von Wasteland, der in Summe über 3 Millionen eingesammelt hat für sein Spiel Wasteland 2. Aber uns geht es vor allem darum, die Leute zu finden und zu identifizieren und vor allem für eine Teilnahme an Capital C begeistern zu können, die eben wirklich eine Geschichte zu erzählen haben. Also da geht es uns gar nicht darum, ob die dann nachher $5.000, 50.000 oder 5 Millionen eingesammelt haben. Es geht darum, die Geschichte zu zeigen. Eben zu zeigen, dass jeder, egal wo er ist auf dieser Welt, durch Crowdfunding die Möglichkeit hat, seine eigenen Projekte, seine eigenen Ideen auch wirklich umzusetzen. Und der Gregor, mit dem bin ich jetzt schon seit einer Weile in Kontakt, ist einfach ein super sympathischer Mensch und auch das Thema seines Projekts selber war für mich halt spannend, dass sowas auch über Crowdfunding funktioniert. Und deswegen, wir suchen uns die Leute nicht nach der Fundinghöhe raus, sondern einfach, ob sie was zu erzählen haben. Also ein anderes Beispiel beispielsweise ist ein ganz süßes Pärchen aus Massachusetts, die letztes Jahr auf Kickstarter erfolgreich waren mit knapp $30.000, die eben die Idee hatten, sie wollen eine Bio-Microwave, also Mikrowellen-Popcorn-Marke aufziehen, also eine Firma daraus machen und haben sich darüber die erste Charge, die sie produziert haben, haben sie über Kickstarter verkauft. Und die sind einfach super sympathisch, haben ein total nettes Video gemacht und das sind die Geschichten, die wir mit unterbringen wollen. Also dass sogar zwei total nette, bodenständige Menschen aus Massachusetts, die dort irgendwo auf einer Farm wohnen, dass die wirklich die Möglichkeit haben, dank Crowdfunding weltweit ihre Produkte verwirklichen zu können. Das heißt, es geht euch in Wahrheit darum, das Thema einfach voranzutreiben und einfach mehr Leute zu ermutigen, ihre Ideen und ihre Träume zu verwirklichen und ihre Projekte zu verwirklichen. Das genau, ist das Ziel des Filmes. Das ist definitiv eine der Kernaussagen. Wir werden natürlich auch Experten drin haben, wie irgendwelche Professoren, die sich mit dem Thema wissenschaftlich auseinandersetzen. Aber das, was die Leute wirklich berührt, was uns berührt, was auch die Supporter berühren wird, sind diese Geschichten, die Leute zu erzählen haben von ihren Erfahrungen. Und auch, was es bei ihnen ausgewirkt hat. Also wenn man sich zum Beispiel gerade Quinn Popcorn, so heißt die Firma, anschaut, die haben mittlerweile, glaube ich, 3 oder 4 Mitarbeiter. Es gibt sie auf Amazon.com zu kaufen. Sie haben eine Kooperation mit einem großen Supermarkt. Und das wurde alles ermöglicht durch Crowdfunding. Also das ist schon genial, wenn man das so richtig miterleben kann. Ja klar, also Geschichten erzählen, das ist es ja, was wir immer schon wollen, wir Menschen. Ja. Oder Geschichten hören halt. Das heißt, theoretisch kann es auch sein, dass ihr die in 5 Jahren wieder besucht und einen Teil 2 dreht. Können wir natürlich machen, ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Neue Idee für ein neues Projekt. Eine Frage noch, also erstmal will ich jetzt noch, wir sind jetzt knapp 3/4,
wir werden jetzt nicht mehr allzu lange reden. Ich möchte nochmal raus in den Livestream bzw. In die Social Networks fragen, ob jemand was konkret wissen will von Timon. Es hat jetzt, es hören einige Leute zu und sehen zu. Es gibt jetzt noch nichts Konkretes, soweit ich weiß, aber ich stelle jetzt, ich rufe nochmal auf. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, die Chance, schießt los, ich weiß nicht. Patrick ist schon da mit einer Frage. Nein, okay, ich habe ja noch zwei, drei. Es kommen ja auch vielleicht später noch Fragen. Also Timon ist schließlich auch bereit und beantwortet auch im Nachhinein noch Fragen. Ich würde noch gerne wissen, jetzt nochmal zu Kickstarter zurück, beziehungsweise auch zu dieser Internationalisierungsfrage, sage ich jetzt mal. Einerseits, deutschsprachige Plattformen sind ja mittlerweile auch zum Teil bilingual oder sogar multilingual. Also hätte es theoretisch auch funktioniert, wenn du jetzt auf Startnext oder Vision Bakery gewesen wärst und halt auf Englisch und auf Deutsch gefundet hättest oder wäre dir das trotzdem zu kompliziert oder den Unterstützern zu kompliziert gewesen? Naja, die Frage ist, wenn man ein primär englisches Thema hat und das auf einer deutschen Plattform einstellt, ob das dann auf einer deutschen Plattform funktioniert. Also das ist ja, wie gesagt, Kickstarter hat jetzt über 1 Million Mitglieder. Das ist, auch wenn noch nicht jeder angemeldet ist in Amerika einfach ein Begriff. Und wir wenden uns ja an ein amerikanisches Publikum primär. Und da hätten wir natürlich auf einer anderen Plattform auch das machen können. Oder parallel, sage ich jetzt mal. Ja, oder parallel, nur man darf den Aufwand nicht unterschätzen, den eben so eine Betreuung. Darauf will ich ja hinaus. Also es gibt viele Filmemacher, gerade im Filmbereich ist es ja so, dass es sehr oft internationale Produktionen sind oder Co-Produktionen. Man ist dann auf Festivals und ist in Cannes und hat dann dort irgendwie, baut sich ein Netzwerk auf und dann sitzen die Leute überall oder auf der Berlinale, ist egal. Und man ist aber eigentlich ein deutscher oder deutschsprachiger Film. Das ist ja bei dir nicht ganz so, aber du sitzt zumindest in Deutschland, lebst in Deutschland, ja. Das heißt, eigentlich könnte man vermuten, ist deine Kernzielgruppe oder dein Publikum mal hier, ja. Und viele weichen halt dann auf Indiegogo aus und machen dann das noch auf einer deutschsprachigen Plattform und scheitern dann zumindest bei einer Kampagne, weil sie einfach sich fokussieren müssen, ja, weil der Aufwand eben doppelt ist. Ja. Das heißt, wenn die Möglichkeit besteht, dann gezielt eine Sprache angehen. Genau, also wir machen ja auch, natürlich mache ich auch jetzt diese Session, ist ja beispielsweise auch auf Deutsch, ich mache auch Interviews auf Deutsch, aber so die generelle Kommunikation haben wir uns eben im Vorfeld darauf geeinigt, dass wir das ausschließlich auf Englisch machen. Das fängt an bei Dingen wie, machen wir die Website zweisprachig, machen wir die Deutsch und Englisch. Da muss man eben immer beachten, dass das auch zur Folge hat, dass man dann die Übersetzung gleichzeitig machen muss und dass sich dann unter Umständen es dahingehend auswirken kann, dass wenn man eine News hat, die einfach, wo man sagt, die muss jetzt raus, die müssen die Leute jetzt erfahren und man müsste dann vorher noch das professionell übersetzen lassen oder hat noch eben ein paar Rückfragen, dann würde man sich selber zeitlich in Verzug bringen, also wenn man das wirklich gleich veröffentlichen will. Und wirklich, also wenn ich einen zentralen Tipp habe, den ich Leuten mitgeben kann, auch die das danach noch anschauen, ist, man darf definitiv den Aufwand nicht unterschätzen, den man da reinstecken muss. Und also ich meine, mir fällt es gar nicht auf, weil ich einfach so in dem Thema drinstecke. Also ich das ist einfach so eine Herzensangelegenheit. Aber es gibt, ich habe mal irgendwo einen Blog gelesen, da hat einer wirklich seine Stunden getrackt. Der hat dann jeden Tag irgendwie mindestens 10 Stunden da rein investiert. Und es ist definitiv, also von der Zeit her ein Fulltime-Job. Ihr seid ja mehrere im Team, also teilt sich dieser Fulltime-Job dann auch ein bisschen auf oder ist es schon so, dass du dann hauptsächlich du dranhängst? Also primär bin es schon ich, das hängt damit zusammen, dass ich halt das Gesicht des ganzen Projekts bin, dass die Leute, auch wenn sie auf Kickstarter mich anschreiben oder uns anschreiben, dass sie dann natürlich gerne von dem eine Antwort erhalten würden und auch bekommen, der das Projekt gestartet hat. Und wir sind ja, wie du gesagt hast, mehrere Leute im Team, wir arbeiten Hand in Hand, haben uns da so die einzelnen Bereiche ein bisschen aufgeteilt, aber ich sag mal so, das Sprachrohr bin ich nach außen. Und das ist auch dahingehend sinnvoll, weil man würde Leute bestimmt durcheinander bringen, wenn jetzt plötzlich 6 verschiedene Namen dort auftauchen würden und immer die Kommunikation von jemand anderem ausgehen würde. Deswegen haben wir uns im Vorfeld darauf geeinigt, das so zu machen. Genau.
Wie ist es mit der Zeitverschiebung? Also sitzen ja einige dann auch in Amerika, beziehungsweise halt auf der ganzen Welt. Ist das nicht ein bisschen mühsam? Ja, gut, das muss man sich vorher bewusst sein. Also ich sag mal, das Zeitfenster mit Amerika ist so 6 bis maximal 9 Stunden an der Westküste weg. Und ist es jetzt auch nicht so, dass ich dann gar nicht mehr zum Schlafen komme, aber es wird schon öfter mal länger abends, sagen wir es mal so. Okay. Jetzt hätte ich auch eine abschließende Frage und dann denke ich, schließen wir die Runde. Es sei denn, es gibt noch Fragen von außen. Gerne könnt auch ihr natürlich, Leonie und Patrick, selber Fragen stellen. Jetzt betreibt ihr einen enormen Aufwand, wenn ich das jetzt so richtig rausgehört habe, diesen Film zu machen, was ja jetzt grundsätzlich immer beim Filmemachen natürlich der Fall ist, aber wenn man nicht klassisch gefördert ist, beziehungsweise sich nicht auch auf Produzenten und so weiter verlassen kann, sondern eine One-Man oder ein kleines Team ist, One-Man-Show ist oder ein kleines Team ist, dann sind ja solche Dinge wie bei Kickstarter eben, und Kickstarter hat das ja mit auf den Weg gebracht, dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip. Das heißt, wenn ihr diese 80.000 Euro in dieser Zeit nicht erreicht, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr das schafft, also ihr seid ja schon ganz gut in Fahrt, sage ich jetzt mal, aber angenommen, ja, ihr erreicht das nicht, dann habt ihr ein Jahr jetzt mit Vorbereitungen und dann noch 2 Monate intensivst Kommunikations-, also diesen Fulltime-Job Crowdfunding sozusagen durchgeführt. Wie bereitet man sich darauf vor? Gibt es da einen Backup-Plan oder hast du dann einfach ein Jahr deines Lebens vergeudet? Für einen Backup-Plan gibt es in dem Zusammenhang nicht wirklich. Also ich meine, man muss halt die Höhe des Zielbudgets, was man da hat, in dem Fall 80.000, wie du schon gesagt hast, so definieren, dass man es zum einen schaffen kann, es gleichzeitig so, aber so hoch ist, dass man auch wirklich ein Projekt nachher abschließen kann, was seinen eigenen Qualitätsansprüchen entspricht. Und wir haben da eben ziemlich hohe Ansprüche. Und ja, also die Option gibt es einfach nicht. Also wir schaffen das. Und klar hat man ab und zu auch mal Selbstzweifel, wenn man im Bett liegt oder so. Aber die Option, dass es nicht klappt, die gibt es einfach nicht. Also das klappt und wird klappen und ja. Glaube ich auch. Und es sieht ja sehr gut aus und ich hoffe, alle, die heute zuhören oder noch auf das Projekt stoßen, finden es ebenso spannend und cool und wichtig wie ich und unterstützen das Projekt auch. Es gibt super Prämien, ein paar Klassiker natürlich, also eine Nennung im Abspann beziehungsweise halt in den Credits, die DVD und so weiter, aber es gibt auch ein Buch dann, also für all jene, die dann vielleicht zukünftige Crowdfunder sind, es wird auch ein Buch über Crowdfunding und über das Projekt sozusagen geben, mit zahlreichen Tipps. Die Webseite, die Kickstarter-Kampagne und alles, was so dazugehört, werden wir dann auch noch jetzt unten in den Kommentaren auf der Session-Seite bringen, vielleicht auch nochmal gesammelt dann per Twitter und Facebook und Plus rausschicken. Ich danke dir jetzt erstmal. Gerne, danke für die Einladung. Wünsche dir noch viel Erfolg oder euch noch viel Erfolg. Freue mich auf den Film. Wir uns und auch. Auf die und, weiteren Erkenntnisse, die vielleicht dann in einem Jahr noch zu diskutieren sind. Genau. Also ihr könnt das bis zum 1. Juni könnt ihr das Projekt unterstützen. Wir würden uns sehr darüber freuen und dass wir, wenn wir euch auf die Reise mitnehmen können. Wir werden natürlich auch während des Drehs immer davon berichten, wie der aktuelle Stand ist, wo wir gerade sind, wen wir interviewt haben. Und ja, also es wird bestimmt ein sehr spannendes Projekt und wir freuen uns schon drauf. Genau, super, danke. Auch danke an Leonie und Patrick und natürlich auch Alex und Fabian, die man meistens nicht sieht, weil sie sich um den Livestream und alles Technische kümmern. Danke an euch alle. Ich möchte jetzt noch darauf hinweisen, morgen gibt es wieder eine erste Session einer neuen Reihe, die sich mit dem Thema Urheberrecht beschäftigen wird. Eine Kooperation von auch IcoSom und dem Internet Collaboratory. Morgen ist der Titel Sinn und Unsinn von Creative Commons.
Es wird so eine kleine Einführung einfach sein in diese alternative Lizenzierungsform, beziehungsweise in diese, ein Einstieg in diese Urheberrechtsdebatte, die momentan an sehr vielen verschiedenen Ecken geführt wird oder in verschiedenen Räumen geführt wird. Nächste Woche gibt es dann Teil 1 von Transmedia Storytelling von Doro Martin und Patrick Möller, und wir werden ab sofort in solchen Reihen auch auf Uni Sessions abhalten. Nichtsdestotrotz möchte ich alle da draußen aufrufen, selber Sessions einzustellen, auch wenn man, genau, Fabian freut sich. Wir haben das ja nicht nur für uns gemacht, sondern auch für alle da draußen. Jeder kann sich und soll sich auf diese Art weiterbilden, beziehungsweise Diskurs schaffen, Netzwerke bilden, und jeder kann Uni nutzen. Es wird auch in nächster Zeit vielleicht auch noch ein paar Veränderungen geben, über die wir euch dann sicher im Blog und so weiter informieren werden. Danke an alle, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald, vielleicht bis morgen. Tschüss. Tschüss. Ciao.